Und willkommen zurück, meine Lieben, zu Dragon Age Origins Awakening. Mit mir, der Uke und der Nadja. Und jetzt habe ich die komplette Vorstellung. Oh, diese Spannung bringt mich noch um. Sag ich doch, wir sind hier auf dem Weg zu einem Bosskampf, oder? Ja, ganz eindeutig. Also wenn das nicht absolutes Bosskampf-Feeling ist, deswegen speichere ich gerade auch nochmal kurz. Ja, ich weiß, das hätte ich offscreen machen können. Mi, 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 mi. Ey, das war super Timing von mir, oder? Der Architekt schickt so viele, kommt aber nie selbst. Er ist ein Feigling. Ich töte dich. Und er wird wissen, dass er den Verlorenen nicht vernichten konnte. Er wird wissen, dass die Mutter ihn zerfetzen wird. Aua! Wer ist da? Ich spüre dich, aber du gehörst nicht zur dunklen Brut. Welche List plant er nun? Du wirst sterben. So wie alle, die dem Architekten dienen. Die Mutter verlangt es. Offenbar sind es zwei verfeindete Stämme. Tatsächlich zwei verfeindete Stämme der dunklen Brut. Anders, einmal mal die Gruppenheilung bitte. Ich glaube, wenn er das macht, müsste man sich vielleicht wegbewegen, aber hey. Tatsächlich gleichzeitig down gegangen. Hätte ich es gewollt, hätte ich es nicht geschafft. Er muss die Brutmutter beschützt haben. Jetzt müssen wir nur noch sie ausschalten. Das hat ein Ende. Okay. Den Inferno-Golem möchte ich aber noch looten. Kann es einfach sein, dass es jetzt schon vorbei ist? Ich glaube es ja wohl nicht, oder? Ich glaube da ja wohl nicht dran. Aber wir werden es sehen. Auf zur Brutmutter. Hallo, wir sind gekommen, die Kinder zu töten. Ah, und wow. Da heißt der Sieger. Oh, dunkle Brut, Vorsicht! Tentakel? Also ich hätte ja Dragon Age Origins eher als ein westliches RPG eingeordnet und nicht als ein JRPG. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wow. Ich weiß genau, wo das hier hinführt. Ich hab alles unter Kontrolle. Oh ja, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Sehr schön. Ich bin an der Stelle, wo das geht. Ja. Ich habe Angst, zu genau hinzusehen. Was ist, wenn eine dieser Kreaturen jemand ist, den ich mal kannte? Tja, dann... Ja, einfach am besten nicht zu genau hinschauen. Wir schmeißen jetzt einfach was da drauf und dann geht das. Gut gemacht, wie ihr meint. Wir haben es geschafft. Ich bin mir sicher, wenn die anderen aus der Legion noch am Leben wären, würden sie einen Weg finden, euch Anerkennung zu zollen. Es tut mir leid, dass so viele sterben mussten. Ich habe mir immer gewünscht, von den anderen wegkommen zu können. Aber jetzt, wo ich allein bin,
wünsche ich mir sie zurück. Ist das nicht seltsam? Das Merkwürdige ist, dass wir anscheinend zwischen zwei Gruppierungen der Dunklen Brut geraten sind. Ich habe noch nie von so etwas gehört. Die Dunkle Brut ist von Natur aus bösartig und hat sich schon immer untereinander bekämpft. Dass es aber zwei organisierte Gruppierungen gibt, das ist neu. Das ist mir auch aufgefallen und es beunruhigt mich. Sehr gut. Es geht also nicht nur mir so. Die Dunkle Brut hat sich irgendwie verändert und ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Auf jeden Fall schadet es nicht, das im Kopf zu behalten. Vor allem, wenn man mal wieder daran erinnert werden muss, dass hinter jeder Ecke der Tod lauert. Was werdet ihr jetzt tun? Oh, ich könnte vielleicht in den tiefen Wegen verschwinden und nie wieder gesehen werden. Ein Gutes haben die tiefen Wege jedenfalls. Es gibt immer genug dunkle Brut, gegen die man kämpfen kann. Würdet ihr es vielleicht in Betracht ziehen, mit mir zu kommen? Ich soll mich euch anschließen? Aber das widerspreche meinem Eid und meinem Plan, in der Tiefe zu verschwinden, unbetrauert und vergessen. Ich suche nach neuen grauen Wächtern. Schließt euch uns an. Ich soll ein grauer Wächter werden? Ist das denn erlaubt? Kann man sowohl der Legion als auch den grauen Wächtern angehören? Ihr werdet weiterhin gegen die dunkle Brut kämpfen und dabei den Tod finden. Genauso wie das die Legion auch macht. Und ich hätte deutlich mehr Möglichkeiten, die dunkle Brut zu töten, richtig? Wie könnte ich so ein Angebot ausschlagen? Ich werde euch begleiten. Ihr scheint nicht übel zu sein und gemeinsam mit euch bin ich auf jeden Fall besser dran als allein. Also gut, gehen wir. Die dunkle Brut erwartet uns. So. Haben wir es geschafft. Die Brutmutter da unten ist Matsch. Oder die Brutmütter sind Matsch. Wo geht's jetzt hier raus? Ach, da hinten. Hoffentlich. Gut. Ich habe hier unten so langsam so viele Fähigkeiten. Ich verliere so ein bisschen den Überblick gerade. Aber ich glaube, das ist ja nichts Schlimmes. Und ich würde sagen, zurück nach Amaranthine. Und wir schauen mal, was sich da so getan hat. Achso, Moment, ich wollte ja eigentlich vorher noch an der Festung vorbei. Egal, wir geben jetzt erstmal ein bisschen was in Amaranthine ab. Da haben wir nämlich auch noch ein paar Quests, die wir abgeben können. Weil ich ahne irgendwie, dass... Ich weiß nicht... Ihr kennt ja mich und meine Angst vor Points of No Return. Und nicht, dass wir da an so einen Point geraten. Was haben wir denn da? Ist verloren. Der Verlorene ist verloren. 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 Mutter, beruhigt euch. Beruhigen? Ja. Einst war ich ruhig. Einst lauschte die Mutter dem wundervollen Ruf, wurde von ihm umspült. Und sie fand Ruhe. Doch nun ist die Ruhe fort. Der Vater hat sie gestohlen. So wie jetzt auch Kalhirol. Meine armen Tierchen in Kalhirol. Der Vater wusste, ich würde sie ihm entgegenschicken. Der Vater hatte Angst. Kalhirol ist verloren. Aber die Mutter hat noch Pläne. So viele, viele Pläne. Aber was wird die Mutter tun? Tun? Ich werde lachen. Und dann werde ich warten. Ja, okay. Lecker. Ich glaube, wir sind hier in einen Ehestreit geraten, liebe Leute. Oh, guck mal, dich haben wir doch gerettet. Ich wusste, ihr würdet es hierher zurückschaffen. Na klar. Habt ihr dieses Ding, das ich euch gegeben habe, verkauft? Falls nicht, hoffe ich, ihr zielt noch einen guten Preis dafür. Seid ihr sicher, dass ihr nicht mit der Verderbtheit der dunklen Brut infiziert seid? Ich? Nein. Ich fühle mich gut. Ihr denkt doch nicht, ich... Vielleicht sollte ich einfach gehen. Ja, geh mal besser. Na, dankeschön. So. Okay, wir können jetzt hier mit Kolbert reden. Ihr seid also zurück. Und? Wie ist es da draußen? Wimmelt es dort von dunkler Brut?
Ich habe dieses Schmuckstück gefunden und möchte es zurückgeben. Dem Erbauer sei Dank. Nachdem er dieses dämliche Ding verloren hatte, hatte Mika zu viel Angst, um von hier zu verschwinden. Tut mir leid. Ohne meinen Glückshof konnte ich nicht gehen. Danke, dass ihr ihn gefunden habt. Und jetzt verschwinden wir von hier, bevor die dunkle Brut eintrifft. Ich wünsche euch viel Glück. Ach, das war tatsächlich das Ding, das der andere uns gegeben hat, war tatsächlich der... Okay, jetzt macht alles Sinn. Ich dachte gerade, hey, warum ist denn dieses Teil so wichtig? Aber ja. Gut, wir haben jetzt hier aktuelle Quests. Genau, und jetzt haben wir hier immer noch die Suche nach Christoph. Und wir müssen hier noch die Beitrittsrituale machen. Okay. Wir gucken gerade mal ganz kurz, ob wir nicht ein paar andere Nebenquests vorher abschließen können. Ah, da. Sache Verletzungsausrüstung, Elfenwurst. Ja, ich habe alle meine Sachen, was das angeht, in die Truhe gepackt. Dann schauen wir doch erstmal, was wir sonst noch so haben. Mervis und Nida. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo eingezeichnet kriegen. Jawohl, da links ist zum Beispiel was. Und dann müssen wir einfach nur nach einem Gasthaus finden, um mit unserer Suche zu beginnen. Bin jetzt mal gespannt. Mervis, hi, ich habe die Karawane gefunden. Habt ihr Neuigkeiten für uns? Eure Karawanen wurden von einer Elfin überfallen. Eine Elfin hat das getan? Aber das verstehe ich nicht. Warum? Das ist unwichtig. Die Sache ist erledigt. Wirklich? Ach, das sind wundervolle Neuigkeiten. Ich hatte euch eine Spende versprochen, nicht wahr? Hier, nehmt dies. Mit den besten Empfehlungen der Gilde. Behaltet es. Unterstützt damit die Familien der Ermordeten. Ihr seid ausgesprochen freundlich, Kommandantin. Ich werde eurem Wunsch entsprechen. Möge der Erbauer stets auf euch herablächeln. Ja, ja. Alles gut. Ich bin einfach ein durch und durch netter Mensch, ne? Es ist schön. Ich schulde euch wohl eine Belohnung, nicht wahr? Oh ja, zweifellos. Genau. Ich weiß zwar nicht, welche Quest wir hier abgegeben haben. Ah, die Monumente. Genau. Alles klar, wir müssen noch in die Kirche und wir müssen hier noch irgendwo ein Gasthaus oder irgendwas finden. Wo gibt's denn hier ein Gasthaus? Für die Hauptquest, ne? Um da rauszufinden, wo denn der Typ hin ist. Da geht's zurück auf die Weltkarte. Verdächtige Wache, ja. Was weißt denn du eigentlich jetzt hier? Türen wurden eingeschlagen, Schädel wurden gespalten und Laster wurden ausgenutzt. Aber ich habe Antworten für euch. Wer sind meine Feinde? Ich konnte die Identitäten der Verschwörer nicht aufdecken. Sie agieren äußerst vorsichtig. Aber ich weiß, dass sie sich auf dem Hof des alten Stark in den Farrowell-Ebenen treffen. Ihr seid eurem Ruf gerecht geworden. Der Erbauer stehe euch bei. Genau, jetzt haben wir unsere Verschwörer quasi in der Hand. Gibt es irgendeine große Zeremonie, wenn jemand der Legion der Toten beitritt? Ja, man nennt sie Trauerfeier. Ja, schon klar, aber ist sie so langweilig und schwermütig wie eine normale Trauerfeier? Ich meine, immerhin begrabt ihr ja niemanden. Das stimmt. Bei den Trauerfeiern der Zwerge gibt es immer jede Menge Bier und Gesang. Und danach feiern wir eine Orgie. Wirklich? Das ist nicht euer Ernst, oder? Nein, das ist natürlich nicht mein Ernst. Okay. Ja, anders. Hast du wirklich geglaubt, ne? Wir gehen erst noch schnell in der Kirche vorbei und schauen da nach der Nebenquest. Und dann gehen wir da in das Gasthaus und schauen nach der Hauptquest. Kantorin, haben wir hier eine Quest alle abzuschließen? Menschen. Ja, haben wir. Welche haben wir absolviert? Die 5 Verletzungsausrüstungen. Okay, gut. Wusste ich doch, dass wir die dabei haben. Hab mich schon gewundert, dass ich die noch nicht abgeben konnte. Genau, wir haben ja noch diese eine Nebenquest. Wir müssen hier irgendwelche Dokumente finden. Sollte nicht mehr allzu schwer sein. Wir haben die Kirche ja schon komplett leer geräumt. Das heißt, alles, was nicht questrelevant ist und erst jetzt gespawnt ist, ist schon weg. Ne? Und dieses
langsame Laden hat mich gerade wieder daran erinnert, dass ich das Spiel dringend nochmal speichern sollte. Werde ich gleich machen. Aufzeichnung? Wo sind die? Ach, da oben. Aus diesen Aufzeichnungen geht hervor, dass Darren Lyle in ein kleines Haus... Dankeschön! Verdammt nochmal. Darren bis zum Lyle in einem kleinen Haus außerhalb der Stadt gelebt. Möglicherweise ist sein Schatz noch dort. Okay, dann haben wir jetzt quasi außerhalb der Quest, außerhalb der Stadt zwei Quests, die wir noch machen können. Und hier innerhalb die eine, die wir gerade noch auf dem Radar haben. Wir haben also noch mehr als genug zu tun. Und ich habe immer noch keine Ahnung. Also ich glaube tatsächlich, es war wichtig, wie gut wir unsere Männer ausrüsten und wie gut wir unsere Stadtmauern ausbauen und sowas. Aber ich dachte eigentlich, dafür hätte es auch irgendwo eine Anzeige gegeben, damit man dann weiß, ah, jetzt ist quasi der Wert erreicht und den Wert muss man erreichen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen realistischer, aber man weiß halt nie, wann ist man gut genug ausgerüstet. Aber das wüsste man natürlich in echt auch erst, wenn der Gegner vor dem Tor steht. Dann weiß man, halten die Mauern. Und erst wenn man in der Schlacht ist, weiß man, sind die Rüstungen stark genug, sind die Schwerter scharf genug. Von daher, ja, okay, aber ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr Übersicht gewünscht. Und auch zu dem Ganzen, ja, ich brauche Truppen, wie viele Truppen habe ich denn? Mensch. So, Stück einer Notiz. Ich habe gehört, Huberts Bande hat Schwarzgebrannten in die Finger bekommen. Hast du ein Stück einer Notiz von Almans Ehemann gefunden, die offensichtlich zerrissen und weggeworfen wurde? Daran werden die Stege hoch über der Stadt erwähnt. Glaubst du, die verkaufen mir was von dem Zeug? Hubert hasst dich. Das heißt dann wohl nein, richtig? Anschlagtafel der Weisen der Verderbnis. Die Weisen der Verderbnis? Fragezeichen. Eine auf ein dreckiges Stück Papier gekritzelte Nachricht. Wir sind die Weisen der Verderb mit Penis von Amarantin. Arme Kinder, von denen die Eltern von der dunklen Brut getötet wurden. Im Winter frieren wir und brauchen also 50 Silber für Kleidung und Essen. Bitte helft uns. Legt das Geld bitte in den Krug bei der Anschlagtafel. Danke, gutes Sers. Och, süß. Ja, okay. Ja, du hast den Weisen der Verderbnis etwas gespendet. Bitte großzügig spenden. Mit, also, mit H großzügig. Mit H und K und spenden mit, also, von der, ne? Feldarbeit ist ohne mein Fuß ganz wund. Willst du mal sehen? Er blutet und ist ganz eitrig. Ja, will ich gar nicht wissen. Nein. Hier, Gastwirt, bitte. Kann ich etwas für euch tun, meine Liebe? Ich bin ein grauer, ist ein grauer Wächter namens Christoph hier durchgekommen? Und wer will das wissen? Seine Kommandantin. Eine Zwergin? Ach was. Ich schätze, ich... Naja, vergesst es einfach. Ich schätze, ich habe diesen Christoph seit etwa einer Woche nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wohin er gegangen ist. Aber sein Zimmer ist bis Ende des Monats bezahlt. Er hatte sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Ich hätte gern den Schlüssel zu Christophs Zimmer. Aber natürlich, bitte sehr. Es ist das letzte Zimmer am Ende des Flurs. Wenn er aber zurückkommt und wütend wird, dann haltet gefälligst ihr den Kopf hin. Vielleicht solltest du nicht einfach so Schlüssel zum Zimmer deiner Kunden rausgeben an Leute, die behaupten, sie hätten was mit ihnen zu tun. Nur so ein Ding. Ich kenne diese Person nicht, Bran. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Meine Begleiterin fühlt sich in Gesellschaft Fremder nicht wohl. Seid ihr Nida, Kinans Frau? Ja, ich bin Nida. Es ist etwas geschehen, nicht wahr? Ich, Liebling, könntest du uns einen Augenblick allein lassen? Bitte was? Ist Kinan tot? Ja, er ist bei dem Versuch gestorben, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Geht die ihm etwa jetzt schon fremd? Das waren seine Worte, nicht wahr? Das ist sein Ehering. Vielen Dank, dass ihr ihn mir zurückgebracht habt. Kenan hat immer gesagt, er habe sich den Wächtern angeschlossen, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Ach so, nein, aber wir waren war es wirklich Wächter. Besser für mich, ganz allein in einem fremden Land zu sein und mich fragen zu müssen, ob wir jemals eine Familie gründen werden? Ihr betrügt ihn, nicht wahr? Er war immer monatelang fort und häufig gab es nicht die kleinste Nachricht von ihm. Hätte ich vielleicht ewig auf ihn warten sollen? Er hat vergessen, dass ich eine lebende, atmende Frau bin und nicht nur ein Symbol für etwas, wofür er kämpft. Auch die Liebe hat ihre Grenzen. Na klar. Mhm. Na klar.
Hat man sofort gehört. So, dafür lässt du mich jetzt aber deine Sachen mitnehmen, du Frau. Gut. Ja. Dann rein hier. Selbstverständlich. Christophs Andenken. Ich nehme jetzt alles mit, was Christoph gehört. Ein Brief von Aura. Liebster Christoph, meine Schwester und ihrem Baby geht es gut. Sobald sie sich eingewöhnt haben, werde ich Jada verlassen. Innerhalb eines Monats bin ich bei dir in Virgils Wacht. In Ferelden ist es kalt und nass, also achte darauf, dass deine Socken auch trocken sind, bevor du sie anziehst. Ich weiß, wie ihr Männer seid. Ihr könnt Tausende der dunklen Brut abschlachten, aber wenn es um saubere Kleidung und trockene Socken geht, seid ihr absolut hilflos. Ich kann es kaum erwarten, wieder bei dir zu sein, in Liebe, Aura oder Aura. Ein Buch, sein Tagebuch und eine Karte von Ferelden. Okay, das heißt in den Schwarzmarschen. Offenbar. Alle anderen Orte waren durchgestrichen, falls ihr das nicht gelesen habt oder lesen konntet, weil YouTube-Grafik und zu klein und verpixelt. Selbstverständlich. Aber ich schätze mal, dann werden wir uns jetzt mal wieder auf die Karte begeben. Und erstens nach Christoph suchen und zweitens nach den ganzen anderen schönen Sachen, Nebenquests und sowas, die wir hier noch offen haben. Aber mit Blick auf die Uhr werden wir das nicht heute machen, sondern morgen. Oder wann auch immer ihr die Folge, die morgen kommt, nachschauen wollt. Bis dahin. Ciao, ciao.